Krankenkasse eine Einrichtung für Menschen mit Demenzerkrankungen. Das heißt, jeder, der zu Hause nicht mehr alleine zurechtkommt, weil er vergesslich geworden ist, kann hier einziehen und erfährt hier eine Betreuung. Das heißt, die Leute sollen möglichst eigenverantwortlich noch leben und werden in ihrem Leben unterstützt. Das heißt, wir kochen gemeinsam, wir helfen bei der Körperpflege, so dass nötig ist. Die Zimmer werden gepflegt, aber jeder, der möchte, kann natürlich auch noch selber Staub wischen oder das machen, was er möchte und was er eben noch kann. Das ist ja eine Gemeinschaft und da macht auch jeder für den anderen, was er kann. Derjenige, der dazu in der Lage ist, deckt beispielsweise den Tisch. Wir haben manche Bewohner, die am Rollator laufen, die können das ja gar nicht mehr. So, und ja, jeder macht, was er kann. Ne? Einer faltet Wäsche, einer schält Kartoffeln. Rund um die Uhr hier. Es ist immer mindestens eine Pflegefachkraft vor Ort und dann noch Hilfskräfte, Hauswirtschaftskräfte, die dann eher dafür da sind, die Zimmer zu reinigen, einzukaufen, zu kochen. Wir kochen ja auch selber hier, auch nach den Wünschen der Bewohner. Beispielsweise bin Krankenschwester, andere Kollegen sind auch Krankenschwester, Altenpflegerin. Wir können hier spritzen, wir können Verbände machen, wir können Blutzucker messen, also alles das, was man in jedem anderen Altenheim auch könnte, können wir hier auch machen natürlich. Ich habe den Eindruck, dass die Angehörigen alle sehr dankbar sind, dass die Menschen hier sein können. Ich glaube, im Großen und Ganzen finden die das alle toll, wie wir das hier machen. Also ich finde eigentlich toll, dass wir auch selber kochen. Weil man da eben Wünsche erfüllen kann und weil die Menschen, die nicht mobil sind, also so ältere Leute haben ja in der Regel nicht mehr so viel. Und gutes Essen ist auch gerade hier so diese Nachkriegsgeneration, ne? Gutes Essen ist für die wichtig und dann finde ich das schon schön, wenn das nicht aus der Großküche kommt, sondern wenn das irgendwie deftige Hausmannskost ist. Und ja, die freuen sich auch, ne? Helfen mit, backen Kuchen und dann machen wir es uns hier schön. Ich könnte mir absolut vorstellen, in so einer Gemeinschaft zu leben. Ich finde das ganz wunderbar. Auch, dass man ja, dass vielleicht das Gefühl hat, noch gebraucht zu werden. Ne? Nicht mehr einfach so zu sitzen und nichts zu tun, sondern ja, man hat doch vielleicht noch eine Aufgabe. Das ist doch schön. Ich finde, wir haben hier den Himmel auf Erden.